Die Polizei von Dortmund Autobahn fand während eines Schecks an der A44 in Soest mehrere Maschinengewehre und andere Waffen, wenn sie sich bei Customs Police in den Kofferraum befinden. Finden Sie Dortmund. In der A44 in Soest fand die Autobahnpolizei Dortmund 11 Maschinengewehre und andere Waffen. Fast alle von ihnen, die immer noch in ihrem Original gepackt waren. Seltener Fund auf der A44 in Soest: Bei der Überprüfung eines Autos stoppte die Dortmund Autobahnpolizei zusammen mit dem Zoll einen illegalen Waffentransport. Während der Routineprüfung stoppten die Beamten den unauffälligen Audi A4 und fragten den Fahrer von Drogen oder Waffen. Natürlich habe er keine, antwortete er. Die Beamten durchsuchten immer noch das Auto und fanden 4 Pistolen, 11 Maschinengewehre, 6.800 Munitionsaufnahmen und 192.000 Zündmaterial im Kofferraum. Die meisten Dinge waren noch in ihrer ursprünglichen Verpackung, schrieb die Polizei. Waffentransportfahrer hatten keine Dokumente mit ihnen. Der Fahrer des Waffentransports konnte Dokumente vorlegen. Die Kauf von Waffen in den Niederlanden zeigten, hatte jedoch keine Genehmigung für Transport in Deutschland. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmte die Polizei Waffen und Munition. Die Behörden untersuchen jetzt die Verletzung des Gesetzes über Kriegswaffen und das Sprengsinn Act. Waffe finden sie auf dem A44 Zufallsstrang für Kontrollen. Der Fund war ein absolut zufällig, fuhr die Polizei von Dortmund fort. Die Kontrollen befassten sich tatsächlich mit Einbrüchen, Metalldiebstählen, Betrug und Fälschungen von Dokumenten. In ihrer Kampagne auf der A44 bei Soest, 133 Personen und 90 Fahrzeugen, die von Soest kontrolliert wurden, 50 Verstöße gegen verschiedene Vorschriften kamen ans Licht. Die Polizei nahm auch 2 Personen durch, nach denen sie verhaftet wurden. Polizei in Dortmund, das könnte auch interessiert sein.